Herzlich willkommen. Heute möchte ich euch darüber sprechen, ob man den weichen Gaumen beim Singen anheben sollte oder eher senken soll. Viele üben so, dass man ständig den Gaumen nach oben zieht und je nachdem hat man dadurch einen Druck auf die Kehle. Ihr seht hier auf dem Bild, das ist dieser weiche Gaumenanteil, dieser Levator Veli Palatini Muskel. Das ist ein Gaumenheber, weicher Gaumenhebermuskel. Und wir haben einen anderen Muskel da hinten bei den weichen Gaumen, einen Gaumenspanner, das ist der Tensor Veli Palatini. Und wie ich schon oft erzählt habe, jeder Muskel in uns muss immer elastisch sein. Was wichtig ist, dass auch diese Muskelpaare, beziehungsweise dieser Muskel, dieser Heber, Gaumenheber und Gaumenspanner, immer elastisch bleibt. Wenn man klassische Musik singt, dann ist diese Elastizität eher Richtung nach oben. Tatsächlich ist es so, weil wir dadurch mehr Klangraum hier im Mundraum, in der Kehle, im Körperraum bekommen, wenn wir klassisch singen, wir brauchen mehr Resonanz von unserem Körper. Das heißt, dann hebt man mehr den Raum und hat man diesen Raum sehr offen. Wenn man eher Pop, Jazz singt, tendenzmäßig senkt man mehr den weichen Gaumen hier, also dieser Muskel. Und dadurch öffnet sich der Nasenraum mehr. Das heißt, wenn ich hier mehr senke, dann habe ich, öffne ich hier mehr den Nasenraum. Wenn ich jetzt hier mehr hebe, dann habe ich mehr Mundanteil. Also schlussendlich, was wichtig ist, es geht immer, dass nichts gepanzert, nichts fest wird. Eine Übung dafür wäre so, jetzt könnt ihr einmal die Hände da vorne legen, auf den Hals, auf die Kehle und versucht, da bei der Übung immer ruhig bleiben. Es darf keine Bewegung nach unten oder nach oben gehen. Hingegen hinten, ebene Ohr, da oben bei dem weichen Gaumen, werden wir vorstellen eine ganz helle S, die immer dunkler wird. So. Wenn du hier nicht bewegst, dann ist die Bewegung innen durch, da wo der weiche Gaumen ist. Das hilft, eine Art Elastizität zu erzeugen. Du kannst es mit NS machen, mit SCH. Zuerst machst du es ganz hell. Du kannst mit dem Mund mithelfen, wie ihr seht, aber nicht hier die Bewegung erlauben. So. Kannst du umgekehrt machen. Wir fangen dann mit ganz dunkler Esch und dann mit immer heller. Damit werden wir den weichen Gaumen ganz weich innen anheben können. So ein bisschen spielerisch. So. Oder mit S, ein dunkler S. In dem Moment, wenn hinter der Gaumen weich wird, du musst gerne, dann hast du mehr Verbindung zu dem tiefen Bauchmuskel, zu dem Transversus Abdominis, dem Korsettmuskel. Und dann kannst du die Bauchdecke, die Spannung von der Bauchdecke mehr loslassen. Wenn du hier hinten weich und elastisch bist, dann kriegst du diesen Korsettmuskel hier unten viel mehr im Griff. Dann fühlt sich an, als ob du jetzt zum Beispiel hier senken würdest, aber unten zwischen Schambein und Nabel ein bisschen wie ein Reißverschluss von einer Hose hochziehst. Dann ist diese tiefe Muskulatur schon Gegenbewegung. Es gibt so eine Art Kontraktion, wie Kompression, Kontraktion, da, Gegenbewegung. Und dadurch hast du auch das Zwerchfell viel mehr im Singen, in deiner Bewegung drin. Wenn das gelingt, dann wirst du merken, es kommt im Becken auch so ein Gefühl, als ob du im Becken einen Ball hättest, wo in drei Dimensionen sich ausdehnen kann. Jetzt, wenn du tatsächlich elastisch bist,
Ich bin natürlich eine klassische Sängerin, darum zeige ich so ein Beispiel von der klassischen Musik. Dann hast du ein Gefühl, dass hinten alles fließend ist. Ob du jetzt hebst oder senkst, es kommt darauf an, was du singst, in welche Tonlage du singst, wie du singst und so weiter. Ein bisschen hängt auch von dem eigene Struktur des Körpers zusammen. Und dann am Schluss hab das Gefühl, du würdest die Sprache, die Konsonanten von dem Leisten sprechen. Das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Tiefenbauchmuskel anspreche, der Transversus, das ist eine horizontale Muskel, kommt sowieso ein Gefühl von Weite. Also du kannst du übrigens auch so üben, dass du oben, wenn du diese machst, gleichzeitig in die Breite eine Bewegung vorstellst. Dann hast du die Verbindung hier. Und dann machen wir die Konsonanten von hier, zum Beispiel Armida, Disputata, Armida, Disputata, con la forza d'un abisso und so weiter. So, wichtig ist, dass man nicht hier etwas hält, dass alles hängt und elastisch bleibt. Dann kommt die Stimme vom Körper. Ob du jetzt Pop, Jazz, klassisch singst, in sich geht es immer um diesen Fluss im Körper. So, jetzt möchte ich schnell noch meine Bücher euch zeigen. Mein erstes Buch ist Supraleitung, der Weg zur Mitte. Mein zweites Buch ist Das Schauspiel des Lebens. Dazu gehört ein CD im Stil Pop, Klassik, Klassik, Pop, Crossover. Mein drittes Buch ist Bewusstes Singen. Also vergiss nicht, es geht immer um die Elastizität. Und wenn du lernst, vom Körper zu singen, du kannst viel länger ohne Ermüdung singen. Auch viel, wenn du älter bist, du kannst wirklich ohne kaputte Stimme mit ganz hohen Jahren noch singen können. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis bald. Tschüss.